Perfekt. Also auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Bin begeistert, wie viele Leute gekommen sind und online sind offenbar auch sehr viele dabei. Ist natürlich schön, im Thurgau so eine Veranstaltung zu haben. Bis jetzt, der Herr Sulz hat es eben schon gesagt, hat sowas nicht gegeben und darum glaube ich, ist das so ein bisschen der Start, sowas regelmäßig zu veranstalten und Ihnen Informationen, Hintergrundinformationen zu geben. Als wir die Themen so ein bisschen ausgewählt haben, habe ich das Thema bekommen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Lifestyle, ist ein normales Leben möglich? Und dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich noch ein schönes Thema, da kann man viel zu erzählen. Und je weiter ich vorangeschritten bin in der Vorbereitung, habe ich gedacht, das ist ein ausuferndes Thema, da kann man jetzt bis morgen Mittag zu erzählen. Weil Lifestyle, normales Leben, jeder von Ihnen definiert normales Leben wahrscheinlich anders. Also wenn wir jetzt in die einzelnen Leben reingehen würden, hat jeder so vielleicht sehr abweichend von den anderen die Definition von, was ist ein normales Leben. Und allein die Organisation in der Patientenorganisation führt auch dazu, dass man sich bezüglich normalem Leben häufig austauscht. Deshalb habe ich entschieden, heute vor allem was zu verschiedenen Lifestyle-Faktoren zu erzählen. Und zwar zum einen, wie diese Lifestyle-Faktoren sich auf die Erkrankung auswirken können, aber auch, wie die Erkrankung vielleicht diese Lifestyle, den Lifestyle beeinflusst. Ich möchte mit Ihnen zuerst auf die physische Aktivität eingehen. Man weiß, dass physische Aktivität, also regelmäßige körperliche Betätigung, Sportaktivitäten assoziiert sind mit einem reduzierten Risiko, Schübe zu entwickeln. Das ist besser belegt bei Patienten, die einen Morbus Crohn haben, im Vergleich zu Patienten mit einer Colitis ulcerosa. Aber was man auch weiß, ist, dass wenn die Diagnose gestellt wird, viele Patienten dem entgegen eigentlich, und das ist noch logisch, die Diagnose wird gestellt, die Leute haben Bauchbeschwerden, die Leute wissen nicht, wann müssen sie das nächste Mal zur Toilette laufen und entsprechend zieht man sich eher zurück. Man geht sicher nicht mehr ins Fitnessstudio, man geht auch nicht draußen joggen, weil man weiß ja nicht, wo ist die nächste Toilette. Das heißt, bei Diagnosestellung führt es häufig dazu, dass Patienten eher vermindert sportlich aktiv sind, obwohl eigentlich das Ganze sinnvoll wäre, beizubehalten. Ich habe mich entschieden, Ihnen bewusst auch ein paar wissenschaftliche Sachen zu zeigen aus Studien, weil das immer so ein bisschen natürlich das füttert, was ich Ihnen erzähle. Das heißt nicht nur Behauptungen, sondern auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Das sind Resultate von einer Studie, die 2019 publiziert wurde. Und da hat man eigentlich 160 Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung befragt, inwieweit sich ihre sportliche Aktivität verändert hat nach eben Diagnosestellung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und Sie sehen ganz links, das waren Leute, die selten Sport gemacht haben. Also das spiegelt auch ein bisschen die Gesellschaft wider, wo wahrscheinlich mehr Leute weniger Sport machen als umgekehrt. Aber Sie sehen, vor der Diagnosestellung, das ist jeweils der hellere graue Balken, waren das um die 40%, die gesagt haben, oh, ich mache eigentlich eher selten Sport. Und nach Diagnosestellung war der Anteil bei 60%. Also es waren viel mehr Patienten, die dann in der Folge gesagt haben, ah, ich mache lieber nicht mehr so viel Sport. Wenn man sich Leute anschaut auf Amateurniveau, was immer Amateurniveau ist, dann war da der Anteil derer, die eben doch regelmäßig Sport gemacht haben, 40%, und nach Diagnosestellung ist das zurückgegangen. Das gleiche bei semiprofessionellen und professionellen Sportlern. Eigentlich kontraproduktiv. Die Frage ist ein bisschen, welchen Effekt kann es haben oder über welchen Mechanismus kann es zustande kommen, dass Sport sich positiv auswirkt, auf die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Man weiß aus verschiedenen anderen Studien, dass Sport, körperliche Aktivität im Freien beispielsweise sich positiv auswirken kann. Es kann zu einer Verbesserung der Herzmuskelfunktion führen, zu einer Zunahme der Knochendichte. Das Nervensystem wird beruhigt durch regelmäßige körperliche Aktivität. Das Körpergewicht kann reduziert oder stabilisiert werden. Gut beschrieben ist der positive Effekt von Frischluft auf Gesundheit, auch von Sonne auf Gesundheit durch eine Vitamin-D-Bildung. Verbesserung der Hirnfunktion, Stabilisierung der Atemwege und Verbesserung der Immunabwehr. Und gerade diese Verbesserung der Immunabwehr ist vermutlich der Effekt, über den dann der positive Effekt auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zustande kommt. Da müssen Sie jetzt im Detail das gar nicht anschauen. So sieht das jeweils in den medizinischen Publikationen aus, wo man dann untersucht, welche Risikofaktoren können eine Rolle spielen. Das ist eine Studie, wo man bei Patienten sowohl mit Morbus Crohn, das sehen Sie auf der linken Seite, und mit Patienten mit einer Colitis ulcerosa, die bei Einschluss in Remission waren, also nicht entzündet waren, geschaut hat,
wie viele dieser Patienten im Laufe der folgenden 6 Monate Schübe entwickelt haben. Und dann hat man ganz viele Informationen über diese Patienten gesammelt, beispielsweise wie viel die sich körperlich bewegt haben, wie das Körpergewicht war, ob die geraucht haben oder nicht, und hat dann versucht zu schauen, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Einflussfaktoren und dem Auftreten eines erneuten Schubs. Und ich werde das im Detail nicht durchgehen, aber Sie sehen jetzt hier, dass eine vermehrte körperliche Aktivität das Risiko senken konnte. Immer wenn eine Zahl kleiner ist, ist das eine Risikoreduktion oder eine Reduktion in Bezug auf das, was man untersuchen wollte. Das heißt, sowohl beim Morbus Crohn als auch bei der Colitis ulcerosa hat diese vermehrte körperliche Aktivität dazu geführt, dass die Patienten ein geringeres Risiko hatten, eine Entzündung zu entwickeln. Man kann das also zusammenfassen, dass, wenn Sie sportlich aktiv sind, sich das positiv auf die Erkrankung auswirken kann. Nicht muss, aber kann. Der nächste Lifestyle-Faktor ist der Schlaf. Schlafverhalten ist sehr unterschiedlich. Jeder schläft unterschiedlich. Die einen gehen sehr früh ins Bett, brauchen viel Schlaf. Bei anderen ist das anders. Schlafbeschwerden werden von vielen Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen berichtet. Man, je nach Studie von 47-82%, verglichen mit nur einem Drittel in der Normalbevölkerung, also Patienten, die keine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Der Zusammenhang ist bidirektional, das heißt, wenn man eine aktive Entzündung hat, und die Betroffenen von Ihnen werden das selber wissen, wenn man sich erinnert an den letzten Schub oder auch die Diagnosestellung, dass man da häufig durchaus auch nachts wach wird, weil man Bauchschmerzen hat, weil man zur Toilette gehen muss. Das heißt, häufig führt die aktive Erkrankung zu Schlafstörungen, weil der Bauch sich meldet. Umgekehrt begünstigen Schlafstörungen auch eine erhöhte entzündliche Aktivität, mehr bei Morbus Crohn als bei Patienten mit einer Colitis ulcerosa. Was man auch in Studien nachgewiesen hat, ist eine erhöhte Assoziation von Schlafstörungen mit einer erhöhten Aktivität, mit Depression, weiblichem Geschlecht, Rauchen und einer Steroideinnahme. Also bei Frauen findet sich das Ganze häufiger, bei Rauchern, da hat sich eine vermehrte oder einen Zusammenhang nachweisen lassen. Da noch mal kurz, das ist eine Studie, wo man bei Patienten, die ebenfalls in Remission waren, also nicht entzündet waren, untersucht hat, inwiefern Schlafbeschwerden, wenn die Patienten zurückschauen und die Patienten einen Schub entwickelt haben, welche Patienten über Schlafbeschwerden berichtet haben. Und da sehen Sie, dass das, was jetzt eingekreist ist, das bezog sich auf die Schlafbeschwerden, insbesondere beim Morbus Crohn, der Effekt einer vermehrten Aktivität erhöht war, nämlich um den Faktor 2. Das heißt, wenn man als Patient mit einem Morbus Crohn schlecht schläft, viel mehr der Effekt, bei der Colitis ulcerosa eigentlich kein Effekt, dann hat das geht das mit einem erhöhten Risiko einher, dass es zu einem Schub kommen kann. Nicht muss, aber kann. Das heißt, eine Schlafhygiene ist wahrscheinlich ein positiver oder hat einen positiven Effekt auf die Erkrankung. Wie sieht das Ganze mit Stress aus? Beim Stress gibt es Studien, die man ganz am Anfang, als man noch nicht so viel wusste über chronisch entzündliche Darmerkrankungen, hatte man den Eindruck, dass vor allem stressige Lebensereignisse einen negativen Effekt auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, Schübe verursachen können, vielleicht die chronisch entzündliche Darmerkrankung auch auslösen können. Es hat dann viele Folgestudien gegeben und da hat eigentlich kein Zusammenhang hergestellt werden können, wenngleich man sagen muss, dass nicht nur Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, sondern auch Patienten ohne chronisch entzündliche Darmerkrankung oft merken, dass der Darm sich mehr meldet oder der Bauch sich mehr meldet, wenn man Stress hat. Das betrifft uns alle. Wenn ich Stress habe, merke ich auch den Bauch. Aber vermehrte Entzündung, zumindest in den Studien, hat man das nicht nachweisen können. Entsprechend hat man auch in wenig Studien nachweisen können, dass stressreduzierende Interventionen, also zum Beispiel Yoga, Meditation, einen Effekt hat, schon auf das Wohlbefinden der einzelnen Person, aber nicht auf die entzündliche Aktivität. Alkohol und Cannabis. Bezüglich Alkohol gibt es eher keinen Zusammenhang, wenngleich auch da viele Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung berichten, dass es ihnen vom Bauch her, vom Darm her besser geht, wenn sie wenig oder keinen Alkohol trinken. Aber auch da hat man, wenn man jetzt das Kalprotektin misst beispielsweise oder endoskopiert, keine Zeichen einer erhöhten Entzündung nachweisen können.
Es gibt relativ gute Daten aus den USA, wo man befragt hat, wie viele Patienten nutzen Cannabis. Und das sind in den USA etwa 10 bis 20% der Patienten, die Cannabis benutzen. Häufig bei Patienten, die einfach chronische Bauchbeschwerden haben beziehungsweise Voroperationen haben. Und beschrieben ist relativ gut, dass die Schmerzen positiv beeinflusst werden, Krämpfe und Durchfall, und dass es zu einer Zunahme des Appetits kommt. Also da ist schon ein positiver Effekt in den Studien nachweisbar gewesen. Herr Sulz hat es eben gesagt, Rauchen spielt eine große Rolle. Das ist etwas, was mit den Betroffenen von Ihnen, wahrscheinlich mit jedem, der raucht, schon diskutiert worden ist, beziehungsweise die Frage kommt immer, rauchen Sie oder rauchen Sie nicht? Das ist auch der am besten untersuchte Lifestyle-Faktor. Also da gibt es viele Studien zu, die das untersucht haben. Und ich möchte Ihnen da auch ganz kurz etwas zeigen. Sie sehen jetzt da vier Linien. Das Q steht für Leute, die quasi zu Beginn dieser Studie mit dem Rauchen aufgehört haben. Das sind alles Patienten mit einem Morbus Crohn. Das F steht für Patienten, die früher mal geraucht haben, aber zum Zeitpunkt der Studie nicht mehr rauchten. Das N steht für Nieraucher, also Patienten, die noch nie geraucht haben. Und das C steht für Patienten, die weiter geraucht haben. Und man hat diese Leute über 4 Jahre quasi nachverfolgt, hat regelmäßig mit denen Kontakt gehabt, geschaut, haben die eine entzündliche Aktivität. Und Sie sehen jetzt jeweils den Anteil der Patienten, die über diese Zeit hinweg keinen Schub ihrer Erkrankung hatten. Und Sie sehen, dass alle Populationen quasi im Verlauf Schübe hatten, aber dass der Anteil derer, oder der Anteil der Patienten ohne Schub, bei denen, die nicht rauchten, nie geraucht haben oder aufgehört haben zu rauchen, viel höher war als bei den Patienten, die weiter geraucht haben. Und das illustriert eigentlich sehr gut, dass das Rauchen oder der Rauchstopp einen positiven Effekt auf die Erkrankung hat, vor allem eben, und das muss man explizit sagen, beim Morbus Crohn. Sie haben das eben schon ähnlich gesehen. Oben sehen wir Patienten mit einem Morbus Crohn oder schematisch der Darm bei jemandem mit einem Morbus Crohn, wo das eben an verschiedenen Orten im Magen-Darm-Trakt auftreten kann. Unten sehen Sie jemanden mit einer Colitis ulcerosa. Und interessanterweise ist es bei den Patienten mit dem Morbus Crohn eben so, dass die eine vermehrte Aktivität entwickeln können durch das Rauchen, während Patienten mit einer Colitis ulcerosa häufig einen Benefit haben. Also da ist es so, dass wenn ein Patient mit einer Colitis ulcerosa raucht, und unterm Strich gesehen ist Rauchen für die Gesundheit nicht gut, darum raten wir allen Patienten mit dem Rauchen aufzuhören, aber bei Patienten mit Colitis ulcerosa ist es durchaus möglich, dass durch den Rauchstopp ein Schub induziert wird. Also das Rauchen scheint einen positiven Effekt zu haben auf die Entzündung, also einen protektiven Effekt. Ich habe einen Patient, der hat geraucht, hat dann aufgehört zu rauchen, das ist eine relativ klassische Geschichte, hat dann die Erstmanifestation seiner Erkrankung entwickelt und hat im Verlauf wieder angefangen zu rauchen, weil viele der Therapien, die wir durchprobiert haben, nicht gewirkt haben. Dann hat er wieder angefangen zu rauchen und die Entzündung ist zurückgegangen. Jetzt sind wir dabei, unter stabilisierter Situation das Rauchen wieder auszuschleichen. Und wir werden sehen, was passiert. Aber das Rauchen spielt da eine Rolle. Der Mechanismus dahinter, also ich will jetzt nicht anregen, mit dem Rauchen wieder anzufangen, aber einfach, das ist das, was die wissenschaftliche Situation so hergibt. Auch bei dem Patient bin ich dran und er wird wieder aufhören, aber ich habe verstanden, dass er wieder angefangen hat. Der Mechanismus dahinter ist nicht ganz klar. Es gibt relativ gute Studien, auch vom Unispital in Zürich, vom Luc Biedermann, die gezeigt haben, dass sich das Mikrobiom, also die bakterielle Zusammensetzung in Ihrem Darm, es gibt ja nirgends mehr Bakterien als im Darm, dass diese bakterielle Zusammensetzung sich verändert, wenn jemand aufhört zu rauchen. Und wahrscheinlich über diesen Effekt, also Anpassung des Mikrobioms, kommt es dann letzten Endes zu einer vermehrten oder verminderten Aktivität. Gibt es andere Erkrankungen oder andere Einflussfaktoren, besser gesagt, die über dieses Mikrobiom zustande kommen? Wir haben eben schon was gehört zur Schwangerschaft. Wie sieht es mit dem Stillen aus? Da gibt es auch relativ gute Studien. Ich möchte Ihnen ganz kurz Daten einer Studie zeigen, die verglichen hat bei 7500 Patienten mit Morbus Crohn, 7500 Patienten mit Colitis ulcerosa und 330.000 Kontrollpatienten, also ich würde sagen relativ viele Leute, die da eingeschlossen wurden, ob sich das Stillen positiv oder negativ
auswirkt in Bezug auf die Entwicklung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Das heißt, fragen Sie mal Ihre Mütter, die Betroffenen, ob sie gestillt worden sind oder nicht. Das ist ein Einflussfaktor, der eine Rolle spielen kann. Wenn man jetzt vergleicht, stillen im Vergleich zu nicht stillen, dann kann das Risiko für die Entwicklung eines Morbus Crohn um 29% und für die Colitis ulcerosa um 22% reduziert werden. Warum? Wahrscheinlich, weil eben über die Muttermilch das Mikrobiom der Mutter an das Kind weitergegeben wird und das Kind viel früher ein funktionierendes Mikrobiom entwickelt, was anders ist, wenn das Kind über irgendwelche Milchprodukte oder eben nicht die Muttermilch ernährt wird in den ersten Monaten seines Lebens. Wenn man jetzt schaut, wie lange gibt es einen Unterschied, wie lange Kinder gestillt werden, hat das einen Effekt? Also da oben ist ja stillen ja oder nein. Ja, es hat auch einen Dosiseffekt in Anführungsstrichen, wenn man geschaut hat, welchen Effekt hat es denn, wenn das Kind 3 Monate gestillt wird? Dann hat man beobachtet, dass das Risiko für den Morbus Crohn um 38 und für die Colitis ulcerosa um 37% reduziert wurde. Und wenn man geschaut hat, wie das Risiko war bei Kindern, die ein ganzes Jahr gestillt worden ist, dann war da eine Risikoreduktion um bis zu 80%. Also grundsätzlich kann man sagen, Stillen ist protektiv. Also wenn Sie die Frauen unter Ihnen im noch stillfähigen Alter vorhaben zu stillen, ist das für ihr Kind zumindest positiv zu bewerten, weil das Kind potenziell einen guten Schutz hat oder einen protektiven Faktor in Bezug auf die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Neben diesem intestinalen Mikrobiom spielt, und das haben wir eben gehört, vor allem natürlich das Entzündungssystem, Entzündungszellen eine relevante Rolle. Und da setzen verschiedene Umweltfaktoren, die dann auch ihren Lifestyle mit beeinflussen, setzen dort an. Und zwar gibt es zum einen den Einfluss von Temperatur. Und diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht mal zurückerinnern, wenn Sie in irgendwelche fernen Länder gereist sind, wo dann plötzlich extrem hohe Temperaturen waren oder wenn es eine Hitzewelle gibt, ob Sie da eine vermehrte Aktivität der Erkrankung spüren, mal so ein bisschen zurückerinnern, dann ist da durchaus ein Zusammenhang beschrieben. Wir haben im Unispital mal untersucht bei unseren Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei Patienten mit infektiösen Darmerkrankungen, also irgendwelchen bakteriellen Gastroenteritiden und nicht infektiösen Darmerkrankungen, ob während besonders kalter Tage oder besonders warmer Tage mehr Aktivität der Erkrankung vorhanden ist. Wir haben also bei Patienten, die notfallmäßig im Unispital ins Spital aufgenommen werden mussten, geschaut, ob sich da der Anteil derer, die aufgenommen wurden, wenn es besonders kalt war oder besonders heiß war, ob sich das unterschieden hat. Und da hat man tatsächlich Zusammenhänge gefunden. Ganz kurz, die Hitzewelle war definiert. Und wenn man sich zurückerinnert, 2003, glaube ich, war das, gab es eine rechte Hitzewelle. Das ist definiert als mehr als 5 Tage mit einer Tageshöchsttemperatur von mehr als 5 Grad über der mittleren Tageshöchsttemperatur. Ein bisschen verwirrlich, aber wenn es mehr als 5 Grad wärmer ist, als das üblicherweise in diesem Monat ist, dann kann man von einer Hitzewelle sprechen. Hitzewellen gibt es also auch im Winter. Wenn es einfach warm ist im Winter, gibt es auch da Hitzewellen. Eistage sind definiert als jeder Tag mit einer Maximaltemperatur von kleiner 0 Grad. Die gibt es tatsächlich nur im Winter, sonst haben wir dann mit dem Klima wirklich langsam Probleme. Sie sehen hier, wann es zu Eistagen gekommen ist während der Beobachtungsphase. Wir haben von 2001 bis 2006 das untersucht. Und bei den Eistagen hat sich kein Unterschied gezeigt. Das heißt, wenn es besonders kalt war, sind nicht mehr Patienten gekommen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder infektiösen Magen-Darm-Erkrankungen. Während der Hitzetage oder der Hitzewellen, Sie sehen, sowohl im Winter als auch im Sommer gab es die, sind deutlich mehr Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und auch entzündlichen, also infektiösen Darmerkrankungen gekommen. Und pro Tag länger, den die Hitzewelle gedauert hat, stieg das Risiko um 5% für einen Schub der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Also da tatsächlich ein bisschen auch überlegen bezüglich des Lifestyles. Hitze kann einen gewissen Effekt auf die entzündliche Aktivität haben. Und zuletzt noch ein Faktor, der auch in Zürich am Unispital untersucht worden ist, und zwar der Aufenthalt in großer Höhe. Vielleicht haben Sie das damals mitbekommen, das ist auch in der Presse diskutiert worden.
Man hat damals 103 Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung eingeschlossen in diese Studie. Das waren 51 Patienten in Remission, die also nicht entzündet waren, und 52 Patienten, die einen Schub entwickelten, und hat die befragt dazu, ob sie in den Monaten, Wochen bis Monaten vor diesem Schub beziehungsweise dem aktuellen Zeitpunkt sich in einer großen Höhe aufgehalten haben. Also sind die geflogen, auch Fliegen spielte da eine Rolle, wenn man also eine längere Flugreise unternommen hat, oder sind die irgendwo in den Bergen unterwegs gewesen in großer Höhe? Und man hat gesehen, wenn man jetzt alle Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung betrachtet, auf der linken Seite grün sind die Patienten, die einen Schub hatten, blau sind die Patienten, die nicht entzündet waren, dass sowohl, wenn man alle zusammennimmt, aber eben bei der beim Morbus Crohn als auch bei der Colitis ulcerosa, der Anteil derer, die vorgängig geflogen sind, höher war als bei Patienten, die sich nicht in großer Höhe aufgehalten haben. Entsprechend muss man auch da überlegen, und ich habe tatsächlich Patienten, wo wir das beobachtet haben, die, wenn sie einen Langstreckenflug oder so antreten, rund um diesen Flug Cortison einnehmen, um dem Schub ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist keine offizielle Empfehlung in irgendwelchen Guidelines, aber funktioniert eigentlich relativ gut. Sie sehen also, das war jetzt nur einige Lifestyle-Faktoren rausgepickt, die für den einen mehr, für den anderen weniger relevant sind. Aber Sie sehen, es gibt ganz viele verschiedene Lifestyle-Faktoren, die die Erkrankung beeinflussen können. Das heißt, wir können mit unseren Medikamenten viel erreichen, aber es gibt auch den einen oder anderen Faktor, wo Sie selber zusätzlich eben durch eine Schlafhygiene, durch körperliche Aktivität, das Wissen vielleicht um diese zusätzlichen Risikofaktoren das Ganze positiv beeinflussen können. Jetzt wäre als nächstes die Christina Knellwolf dran gewesen als IBD-Nurse, und sie ist jetzt heute nicht da. Heute hat mir die Heidi Riester, eine unserer IBD-Nurses, die bei mir im Team ist, gesagt, sie käme heute Abend auch. Dann habe ich gedacht, naja, Heidi, du weißt das schon alles. Warum kommst du denn dann? Jetzt bin ich sehr froh, dass sie da ist, weil sie jetzt sehr spontan dazu aktiviert worden ist, hier mitzumachen. Sie werden sie gleich noch sehen. Es ist sie auf der rechten Seite. Die Berit Dahlmann und die Susanne Dingler sind die anderen beiden Pflegefachfrauen, die bei uns ausschließlich eigentlich für die Mitbetreuung der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zuständig sind, das super machen. In den letzten 3-4 Jahren haben wir das aufgebaut. Viel mehr Wissen über alle Patienten, als ich das jemals wissen kann, weil da natürlich während der Infusion ein reger Austausch ist. Und ja, ich habe gedacht, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, mal zu sagen, herzlichen Dank, weil ohne die drei wäre ich aufgeschmissen und wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Also vielen lieben Dank. Heidi, wo bist denn du jetzt eigentlich? Ah, da hinten ist sie. Heidi, danke. Hä? Gut, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.